Ja, vielen Dank, Ines. Und bei mir ist nach wie vor Thorsten Faas von der Freien Universität in Berlin. Ja, Herr Faas, das ist natürlich eine gute Vorlage jetzt, direkt hintereinander. Katharina Barley, die Spitzenkandidatin, muss natürlich jetzt noch gewählt werden hier von den Delegierten. Und Olaf Scholz, die beiden sollen ja die Gesichter dieses Europawahlkampfes sein. Und das ist ganz interessant. Wir haben sehr unterschiedliche Reden tatsächlich gehört. Also was werden die beiden jeweils bedienen in diesem Europawahlkampf? Ja, absolut. Ich glaube, wir haben eine sehr persönliche Rede von Katharina Barley erlebt. Sie trifft auch immer noch einen anderen Ton bei diesen Reden. Man hat es in der Rede auch gemerkt. Sie hat einmal auch eine gewisse Nervosität eingestanden, weil es ihr Herz wärme, hier vor den Delegierten zu sprechen. Während wir auf der anderen Seite einen Kanzler erlebt haben, der, glaube ich, große Linien gezeichnet hat, auch durchaus eine Vision für Europa gezeichnet hat. Aber insofern doch auch eine unterschiedliche Kontrastierung, auch wenn die Themen, die Sie letztlich beide angesprochen haben, gar nicht so verschieden waren. In der Tat, Katharina Barley fand ich auch ausgesprochen emotional und persönlich. Also von ihren Freundinnen, die auf den Demos waren, über Großbritannien, ihre zweite Heimat sozusagen, hat sie angesprochen. Und jetzt wollen wir auf die Themen natürlich noch mal schauen. Ganz klar erkennbar, auch den Ton, den Saskia Esken und Lars Klingbeil schon gesetzt haben. Das wird ein Wahlkampf gegen den Rechtspopulismus in Europa. Also darauf wird die SPD ganz klar setzen. Also welche Akzente kann da die SPD setzen, wenn man jetzt Katharina Barley und Olaf Scholz zugehört hat? In der Tat, das ist erstmal sozusagen die Grundmelodie, die wir heute hören. Gegen rechts, für Europa, für den Rechtsstaat. Aber gerade bei Katharina Barley haben wir auch eine Abgrenzung, beispielsweise gegen, Abgrenzung gegen Konservative und Liberale gehört. Dass es eben nicht nur ein Wirtschaftsraum Europa ist, den man hier im Bilde hat, sondern dass es darum geht, ein soziales Europa zu schaffen. Und da haben wir immer auch interessante Kombinationen von neuen Playern, digitale Unternehmen, aber eben auch die Notwendigkeit, dass Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gestärkt werden müssen. Also das scheint mir das Narrativ zu sein, wie man versucht, wirklich auch einen eigenen Akzent hier reinzubringen, eben über ein soziales Europa mit Blick auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und das hat auch Olaf Scholz durchaus aufgegriffen. Auch ein Thema, das die SPD natürlich auch gut bedienen kann, auch ein Kanzler gut bedienen kann, das Thema Unterstützung der Ukraine. Das wird sicher auch noch eine Rolle spielen. Christian Lindner, die FDP, muss man sagen, hält ja parallel ihren Europaparteitag ab. Da werden wir natürlich später auch noch mal hinschalten. Christian Lindner hat schon von den europäischen Partnern eine stärkere Unterstützung für die Ukraine gefordert. Olaf Scholz, Lars Klingbeil, Katharina Barley haben gesagt, ja, Deutschland steht an der Seite der Ukraine. Also auf was ist hier schon eingestimmt worden von Seiten der SPD? Ja, da war ja auch der Kanzler sehr, sehr klar am Ende. Er hat schon deutlich gemacht, dass er natürlich auch mit vielen Leuten im Gespräch steht. Mit Joe Biden beispielsweise, dem amerikanischen Präsidenten. Aber man hörte schon auch raus, dass man die Unterstützung, die gemeinsame Unterstützung eigentlich sicherstellen muss. Er sprach von 7 Milliarden Euro, die Deutschland in diesen Haushalt einstellen wolle. Das sei eine Menge Geld, aber es brauche eben doch auch Geld von anderen Ländern, weil man es alleine nicht schaffe an der Stelle. Also ja, Deutschland steht sehr klar, das haben wir, glaube ich, auch gehört. Aber doch eben auch die Versuche, die europäischen Partnerinnen und Partner hier mitzunehmen, damit man nicht alleine steht, aber auch signalisiert, wir bleiben ein Teil von Europa. Er hat dieses Bild der Mittelmacht zitiert. Man wolle eben keine Großmacht sein, heißt es ja auch. Und man kann es letztlich auch nicht. Ein Thema auch bei Katharina Barley. Deutschland, Europa will sich unabhängiger machen, was die Energieversorgung anbelangt, was die Rohstoffversorgung anbelangt. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass sie das in ihrer Rede aufgegriffen hat. Ist das ein Thema, mit dem die SPD Punkte machen kann? Ja, ich glaube, es ist so eine Vermittlung von Notwendigkeiten, wenn man so will, dass man sagt, wenn wir schauen, was um die Welt herum passiert, wenn wir nicht wissen, was im Herbst in den USA passiert, was dort sozusagen bei den Wahlen passiert, Joe Biden oder Donald Trump gewinnt, wenn wir erlebt haben, was in verschiedenen Kontexten auch passiert ist, in der Corona-Pandemie, auch in anderen Kontexten, dann ist es, glaube ich, eine Notwendigkeit, dass Europa dort an vielen Stellen unabhängiger wird. Und das haben beide doch hier sehr deutlich gemacht, eingebunden in eine Partnerschaft mit vielen, vielen Ländern, aber doch eben auch ein starkes, unabhängiges Europa. Thorsten Faas, bis hierhin, vielen Dank.